Hallo YouTube, wie geht's euch? Wieder ein kleines Filmchen aus der Reihe Ausflug in Brandenburg. Ich bin heute mal, also wir sind hier, seht ihr ja, in unserem Bus unterwegs. Ich bin heute nur der Beifahrer, weil Uschi ist heute der Fahrer. Und wir waren gerade in Polen und haben getankt. Muss man ja nutzen zurzeit. Und ja, jetzt fahren wir hier, jetzt sind wir gerade in Frankfurt-Oder. Und fahren mal ins schöne Schlaubetal. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr euch Frankfurt-Oder und hier ist Berlin, dann fahren wir jetzt so quasi in so einem Dreieck hier Richtung Südwesten und da kommt dann als erstes Mühlrose und das ist dann so Richtung Beeskow, Fürstenwalde, also die Ecke, wo wir wohnen, und Berlin ist dann noch ein Stückchen weiter westlicher. Also da liegt das ungefähr so. Ja, hier, wir sind hier mit unserem schönen Bus unterwegs und ach, herrliches Wetter heute, hält man es echt schon nur im Hoodie aus, ist zwar noch ein bisschen windig und wenn ich mich jetzt hier umdrehe, oh, Leute, guckt euch das an, ein schöner See, ich glaube der heißt auch Mühlroser See, wenn mich nicht alles täuscht, und jetzt gehen wir hier mal eine Runde mit dem Hund spazieren und gucken mal, was wir hier so allerhand für schöne Ecken finden. Und dann fahren wir noch ein bisschen weiter hier, so Mühlrose, Eisenhüttenstadt und dann quasi fahren wir so Richtung Beeskow und wieder nach Hause. Dass ihr mal so geografisch ungefähr wisst, wo es hier liegt. Ja, würde ich erstmal sagen, schönes Fleckchen. Gesehen, hier geht es schon ganz schön bergauf, bergab. Das sind immer so kleine Dörfer hier. Jetzt ist es ja leider noch nicht so grün wie dann irgendwann im Sommer. Dann ist es hier bestimmt noch mal schöner. Aber also mit dem Bus fährt sich das hier wirklich schön über die Straßen. Hier ist auch nicht viel los. Und ja, immer mal wieder kommt eine kleine Ecke, die nett aussieht. Kleiner Waldparkplatz oder ein kleiner See. Und
sollte man auf jeden Fall mal auch hinfahren, wenn man hier in der Nähe ist. So, wir mussten jetzt gerade noch mal anhalten, weil da hinten hat Uschi, was waren das? Lamas, Alpakas? Alpakas gesehen. Und da müssen wir jetzt natürlich hin und uns die angucken. Vielleicht ist hier so eine kleine Alpaka-Farm. Und die Viecher sehen natürlich mächtig süß aus. Schluss. Bist du der Horst? Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Ein Stück gefahren und wir sind jetzt in Besko angekommen und gehen jetzt da hinten in dieses rote Haus. Das ist nämlich eine schöne, leckere Eisdiele, nennt sich Schukurama. Gibt es auch in Fürstenwalde, also wenn ihr mal in Besko oder Fürstenwalde seid, holt euch da unbedingt mal ein Eis. Also unbedingter Tipp hier, das Schukurama. Sieht erstmal fesch aus hier drin und es gibt super leckere Kuchen. Das Eis sieht genial aus. Ein Kaffee noch und das holen wir uns jetzt und dann gehen wir wieder zum Bus. So, und dann guckt euch das mal an. Das ist doch wohl echt der Hammer hier. Drei Sorten. Und jetzt muss ich echt mal gucken, dass mir das hier nicht schmilzt. Also, ich esse jetzt erstmal. So, jetzt sind wir. Haben wir Besko verlassen, Eis war lecker und Kaffee haben wir auch getrunken. Jetzt geht's nach Hause. Sind noch mal so eine gute halbe Stunde. Also war eine schöne Tour. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glöckchen anklicken. Ihr wisst, macht's und dann verpasst ihr nichts Neues. In dem Sinne fahre ich uns jetzt noch nach Hause und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.